Mal wieder was Neues vom Howling Dog. Und zwar habe ich euch letztes Mal versprochen, euch ein bisschen mehr über diese Gitarre hier zu erzählen. Die habe ich diesmal über meinen Bugera V55 Head gespielt. Das ist ein, sagen wir mal, 55 Watt Top-Teil. Das ist ein sehr geiles Ding. Das zeige ich euch hier gleich zwischendurch noch in einem Foto. Genauso wie die Gitarre, da gehen wir nochmal direkt darauf ein. Und zwar auch auf die Pickups und auf das Ganze hier, was ich hier zusammengestrickt habe. Das sind Teile von günstig gekauften Gitarren. Zum Beispiel ist das hier ein Erle Body. Ja? Erle Body. Und den Hals, der ist auch von einer Gitarre. Ahorn mit einem Rosewood. Rosewood. Na, das alte Rosewood-Holz. Kriegst du heute auch nicht mehr an jeder Ecke, da musst du schon wieder ein Zertifikat für haben. Ja, genau. Und dann die Bünde habe ich bearbeitet. Also, ne? Alles wunderbar. Dann haben wir Potis hier drin. Das sind große Potis. Ja? Die habe ich mir reingelötet. Und der Klang von der Gitarre, so ist gar nicht schlecht. Ist natürlich so ein bisschen Surf-Sound. Ja, aus den 60er Jahren, deswegen auch clean gespielt heute, weil das macht sich für diese Gitarre hier am besten. Dann haben wir auch ein, hier ist das Tremolo, was hier verbaut ist, ist ein ganz einfaches, schlichtes, auch einer günstigen Stratocaster. Aber der Trick an der Sache ist, ich habe das stillgelegt, das bewegt sich nicht mehr und ich habe das hinten mit dem richtigen Holzklotz ausgefüttert. Das heißt also, das Teil hat absoluten Kontakt mit dem Body, was natürlich fürs System astrein ist. Ja? So, natürlich habe ich das alles eingestellt hier, Tonage hätte ich bald gesagt, hier, ne? Intonation und so, alles schön eingestellt. Dann haben wir die Seitenlage angepasst, den Hals natürlich gerade gemacht. The neck is got to be straight. Also das Ding hat immer gerade zu sein, egal was kommt. Ja, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Und das kann man dann auch testen, indem man hier den letzten Bund nimmt, meinetwegen dann oben rein, dann mit dem Finger so weit wie möglich zur Mitte hin und dann darf die Seite sich gerade eben bewegen. Ja? Gerade eben, die muss minimal Luft haben. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch klingen, ne? Wenn man jetzt durchgeht. Darf nicht schnarren. Also das ist relativ sauber hier, ja. Auch so vom Akkord her, jetzt sind wir auf der Mittelposition. Ne, bei dem Lipstick-Tonabnehmer. Das heißt also, Lipstick war damals in den 50ern und 60ern eigentlich ganz berühmt. Da hatten die, sagen wir mal, zu viele Lipstick, heißt ja Lippenstift, haben sie zu viele Kappen über gehabt. Und diese Kappen, die haben sie dann an Leo Fender damals verschreiben. So sind die auf Lipstick gekommen. Die Dinger hier reinzupacken in diese Lippenstiftkappen sozusagen. Und so ist das entstanden. Und damals waren die Dinger echt total aus Metall, ja. Und das sind die heute auch noch. Und der Tonabnehmer, der ist in diese Dinger, geschlossenes System eigentlich, eingebaut worden. So, jetzt muss dann natürlich die Seiten durch diesen Körper magnetisieren, sage ich mal, um die Schwingung einzufangen. Und deswegen kommt dieser hohle Klang zustande. Ja, was man hören kann, ja. Ja, und das macht das aus, ne? Das ist eben dieses Lipstick, Lippenstift. Und die habe ich äußerst günstig geschossen, ja. Also ihr könnt euch mit wenig Geld, ja, mit wenig Geld könnt ihr euch wirklich was Gutes bauen. Die Gitarre macht Spaß zu spielen, weil, wie gesagt, die Bünde sind alle schön geglättet. Dann haben wir diesen abgerichtet,
Die Mundstäbchen sind abgerichtet. Der Hals ist eingestellt, was auch immer sehr wichtig ist. Und wie gesagt, man hat hier schon einigermaßen gute Tuner verbaut, die ich nicht getauscht habe. Und die halten echt die Stimmung. Da kann man echt nicht meckern, ja, was an der Gitarre damals schon bei war. Den Körper habe ich eben komplett abgeschliffen und habe ihn neu lackiert nach meinen Vorstellungen. Ja. Hier ist es alles schön abgeschuppert. Wenn man mal gucken mag, ja, ja, seht ihr auch hier, ne? Das ist alles schön auf alt getrimmt und so. Ne? Hier so Mint Rückenplatte, dann haben wir hier Mint Zubehör, Schlagbrett draufgeschraubt, auch wunderbar. Was ihr beachten müsst, wenn ihr diese Lipstick-Tonabnehmer euch besorgen solltet, ja, die es auch extrem günstig gibt, und da werde ich mal sehen, ob ich die noch wiederfinde, dann mache ich euch den Link unten rein, ja. Ihr müsst ein bisschen drauf warten, die Dinger kommen direkt aus China, ja. Das sind chinesische Günstigteile, aber ihr habt die jetzt selber gehört, die Klampfe. Die klingt eigentlich schon recht vernünftig, muss ich sagen. Ne? Und ja, den, ihr müsst das Schlagbrett müsst ihr bearbeiten. Die Lipsticks sind länger wie normale herkömmliche Pickups, Single Coils, die hier reingehören. Das heißt, ihr müsst hier ein bisschen rund feilen, hier ein bisschen rund feilen. Das müsst ihr anpassen, damit die sitzen, ja, dass die reinpassen hier. Ne? Ein bisschen vermitteln alles, ein bisschen, also handwerklich sollte man da schon ein bisschen begabt sein, sag ich mal so. Ne, und damit das hinterher auch noch in Ordnung aussieht. Dann noch, ja genau, dann müsste man diesen Tonpulli hier, den muss man die Bohrung etwas weiter runtersetzen. Das seht ihr aber auch am Abstand, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr das hier, dass hier der große Abstand ist. Und dieser Abstand war eigentlich genauso wie dieser hier. Ja, das Pulli war viel weiter oben, also ein Stück weiter hier oben. Ne? Geht ja nicht mehr, weil, wie gesagt, die Lipstick-Pickups sind ein bisschen breiter wie die normalen. Da müsst ihr dann ein bisschen feilen, die Bohrung hier neu setzen und sowas. Ist ganz klar. So, was noch? Ja, also ansonsten sind das hier alles ganz normale Bauteile, die an der Gitarre dran sind. Wie gesagt, auch das Tremolo hier ist nichts großartig Weltbewegendes. Es ist ein Standard von der normalen China-Klampfe, normales Tremolo. Gut, ich habe genau die Seitenreiter, die habe ich mir neu besorgt. Ja, das sind Fender Style Seitenreiter, die ich mir hier besorgt habe. Allerdings Style, ja, ohne Logo. Ne? Ist ja auch keine Fender, sondern eine Howlin' Dogs Custom Guitar, die ihr hier wieder, ne, sehen könnt. Wenn ihr wollt, sag ich mal so, ja, da. Gut, ja genau, also sowas lässt sich immer schön zusammenbauen. Denn mal ganz ehrlich, wenn man jetzt anfängt mit Gitarre spielen und dann hat man einfach, man weiß ja nicht mal, ob man dabei bleibt, sag ich mal. Ne? Manche fangen sowas ja an, das Hobby, und dann verlieren die irgendwann die Lust an der ganzen Sache. Und dann wird es natürlich wieder interessant, ne? Weil man hat viel investiert. Meistens kriegt man ja auch das nicht wieder raus, was man investiert hat. Ist ja ganz klar, ist gebraucht. Wenn ich dann immer lese, wenn ich Gitarren, ich kaufe mir ja manchmal noch günstige Gitarren, um wieder sowas hier zu bauen. Wenn ich dann immer lese, ja, nur selten gespielt oder so, wie neu. Und ja, ist traurig. Eigentlich, ja, wenn die Gitarre nur selten gespielt worden ist. Eine Gitarre möchte viel gespielt werden und vor allen Dingen häufig und ja, und dass sie dann Kratzer und Spielspuren bekommt, ja, oder man Ding oder man Dong, ja, wie man so schön sagt in der Fachsprache. Das ist ja kein Wunder, ne? Dafür wird sie gebraucht. Und je gebrauchter eine Gitarre ist, nun kann man mich für einen Spinner halten oder auch nicht. Ich gebrauche dann die Gitarre, desto besser ist sie. Die Haptik ist besser. Die fühlt sich geiler an. Die kann eine Geschichte erzählen. Ja, die ist schon dabei. Diese hier ist nun extrem geused worden, absichtlich. Ja, aber normalerweise gibt es solche Exemplare auch in Wirklichkeit.
die sind so über 20, 30 Jahre Bühnenerfahrung oder sonstiges, die sind in jeder rauchigen Kneipe gewesen oder sonst wo. Die haben das wirklich hinter sich und die Gitarren erzählen wirklich eine Geschichte. So wie mein Hocker damals, ich habe 30 Jahre Harley gefahren, wie meine Harley ihre Geschichte erzählt hat. Wenn der Hocker irgendwo stand und gestunken hat nach altem Benzin und Öl, dann wussten die Leute auch, vor allen Dingen hatten sie auch Respekt vor dem Hocker. Da ist nicht jeder rangegangen und hat am Chrom geleckt oder gab es ja auch kaum noch, davon mal abgesehen. Aber die haben Abstand gehalten, weil das Ding hat einfach gesagt, ja, pass auf, Alter, mach mir hier nicht an. Ne? Und genauso ist das mit diesem Unikum an Gitarren. Ja? Wenn da so ein richtiger, hier, das Schlachtschiff von Roy Gallagher damals, ja, was für ein geiles Brett, ey. Sag mal ehrlich, da war der ganze Lack schon ab und alles. Da waren nur noch so Lacksplitter waren da noch drauf auf seiner Gitarre. Und das Holz, das war schon so richtig eingeölt, ja, das, und ein, verraucht und was weiß ich, so aus den Pfaffs, da war Bier drüber, da war alles drauf, Schweiß, alles, ja, und die Gitarre, ich glaube, die muss so geil klingen, also ihr wisst, was ich meine, das Feeling, was da so rauskommt oder was drüber kommt, das ist wichtig, Kinders, das ist wichtig, so. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Fender gespielt. Ich habe ja am ersten Teil habe ich euch das erzählt mit meiner Mutter. Die hat mir ja damals die erste Gitarre gekauft. Das war volles Schrottbrett, davon mal abgesehen. Und ich weiß, wie das ist für einen Einsteiger, der jetzt Gitarre spielen will. Wenn der so einen Schrott in der Hand hat, ja, dann dauert das keine 3 Monate. Dann hat er keinen Bock mehr, Gitarre zu spielen. Das ist doch ganz logisch, oder nicht? Dann ist Feierabend im Karton. Weil du musst drücken wie ein Verrückter, dann sind die Saiten so hoch und die Töne klingen so komisch. Dann kauft man sich womöglich noch so einen Verstärker mit 10 Watt oder was, so eine kleine Quetschkommode, Transistorverstärker. Ja, Kinder, das hat alles keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Weil da kriegst du schon keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Das muss schon von vornherein ein bisschen cremig klingen. Ja, damit man mal, und wenn man nur ein Akkord spielt, ja, das muss rasseln im Karton, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Und das muss einfach satt rüberkommen. Wenn das dann nur so lauwarm oder so, ja, mein Gott, das klingt ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da geht's mit los. Und dann wird das immer muffiger und immer mieser und man hat schon gar keinen Bock mehr, sich da richtig ranzuklemmen an das Ganze und zu lernen. Aber wenn man schon so ein bisschen, sagen wir mal, schönes Equipment hat, sag ich mal, nicht mal teuer. Wie gesagt, ich habe mir das selber ein bisschen hingestrickt. Muss nicht jeder der Handwerker. Ist ganz klarer Fall. Nicht jeder... Tschüss.